Hallo alle zusammen. Diesen sommerlichen Kräuterkranz möchte ich an meine Nachbarin verschenken, beziehungsweise jetzt habe ich ihn natürlich schon verschenkt, wenn der Film zu Ende ist. Und zwar habe ich da jede Menge im Garten und das sind eigentlich alles Dinge, die auch ganz wunderbar eintrocknen. Als Grundlage habe ich einen kleinen Metallring genommen und habe dieses Mal nicht so ganz festen, dicken Draht, sondern silberfarbenen, dünnen Myrtendraht benutzt. Man muss natürlich trotzdem recht fest ziehen, weil die Kräuter noch eintrocknen und sonst würden sie vom Kranz wieder abfallen. Das ist wieder dieses kleine Spiel, wie viel ziehe ich und wie viel nicht, wie stramm mache ich es. Das muss man einfach ausprobieren. Vom Currykraut habe ich am meisten, das ist dieses silberfarbene ganz rechts. Und von den anderen so ganz normal im Garten. Ich kann noch mal beschreiben, was es ist. Das erste, auch bei dem Anfangsbild, ist das Currykraut. Dann kam Thymian, der ist schon etwas älter, deswegen ist der da so ein bisschen kleiner und schrumpeliger. Den sieht man jetzt da oben rechts. Dann ist Rosmarin, das ist das dritte. Dann kommt nach Rosmarin weißer Lavendel. Und nach dem weißen Lavendel Eukalyptus, das ist ja auch immer gut zu erkennen. Und den weißen Lavendel oben an den Blüten und der Eukalyptus eben auch an seinen besonderen Blättern. Und als letztes habe ich noch Bohnenkraut benutzt. Und wie gesagt, da ich am meisten von dem Currykraut habe, nehme ich das immer so als Grundlage. Und letztendlich mache ich das wie sonst auch immer. Ich suche mir von jedem ein bisschen und binde ein kleines Sträußchen. Fange immer an von rechts nach links oder links nach rechts, wie man das so mag. Und lege das dann immer auf den Kranz und befestige ihn. So, und am Anfang hatte ich den dünnen Myrtendraht und wie ihr seht, klappt das nicht immer so, wie ich es mir denke. Der Draht war einfach zu fein. Wenn ich stramm gezogen habe, ist er gerissen. Darum habe ich jetzt gewechselt auf ganz festen Draht, also ganz normalen Bindedraht. Daran sieht man, dass es halt nicht immer gelingt und manchmal noch was geändert werden muss. Ich bin da auch am Üben und ich bin ja, wie gesagt, dieser Typ Learning by Doing. Probieren und testen. Und wenn es nicht klappt, dann fange ich vielleicht nochmal neu an, so wie in diesem Fall, mit einem anderen Draht. Und weiter geht es jetzt mit dem Currykraut. Dann kommt der Eukalyptus, da mit den schönen Blättern. Dann zupfe ich da gerade etwas raus aus dem weißen Lavendel. Das lege ich dann, also man kann ein Sträußchen machen oder wie ihr jetzt seht, wenn man das mit den Sträußchen nicht so gut kann, kann man es auch so drauflegen, nach und nach. Wer das auch alles nicht besonders gut hinbekommt, der kann einfach auch probieren, ein festes, also schon ein Sträußchen zu machen und sich lauter Sträußchen hinzulegen, die vorweg zu binden oder nur auf den Haufen zu legen und dann zu befestigen an dem Kranz. Da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, man muss das einfach für sich ausprobieren, was einem am besten liegt. Nach dem Eukalyptus kam dann das Rosmarin und zum Schluss das Bohnenkraut. Jetzt geht es immer weiter so fort. Ah, und jetzt zupfe ich da noch ein bisschen Thymian, auch noch vergessen. Also, wie gesagt, einfach Kräuter, die man hat oder andere Dinge. Man kann es ja auch mischen, es müssen ja nicht nur Kräuter sein. Aber bei den Kräutern hat es einen Vorteil, das riecht unwahrscheinlich gut. Und ich denke, dass meine Freundin den auch vielleicht in die Küche hängt, weil das ist dann auch nochmal ein ganz besonderes Highlight. Nun bin ich am Kranzende angekommen und versuche den Abschluss gut hinzubekommen. Rechts werde ich die Kräuter immer zur Seite schieben, um links ganz kurze nochmal dran zu fügen. Zum Schluss wird der Draht durchgetrennt und auf der Rückseite vernäht. Und wie ihr seht, sind die Kräuter in verschiedenen Farben. Das heißt, es ist nicht nur Knallegrün oder Eukalyptusgrün, sondern es sind ganz viele verschiedene schöne Komponenten. Ja, weiter geht's mit einem Band, einem einfachen Juteband, weil der Kranz soll auch aufgehängt werden. Und ein bisschen Thylüt darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist ja ein mediterraner Kranz sozusagen durch die Kräuter. Und dazu passt natürlich auch wunderbar eine Strandgutdeko. Das bedeutet Fische, Muscheln, Schnecken, Strandgut, sprich Holz, was man so findet und hat oder Steine. Und ich habe jetzt hier Fische, die hatten schon so ein Auge drin und da habe ich das Band einfach durchgezogen, weil es halt ein Loch war. Dann gibt es oftmals auch Muscheln am Strand, die man finden kann, die schon ein kleines Loch haben. Oder bei mir war es dann der Fall, bei den anderen Muscheln hat mein Mann mir netterweise mit der Bohrmaschine Löcher reingemacht.
Alles habe ich dann in verschiedenen Längen verknotet. 2-3 Bränder sind es geworden. Habe ab und zu mal mein Getüdel auf den Kranz gelegt, um zu schauen, ob mir das so gefällt in der Höhe und in der Länge. Und als ich mit allem zufrieden war, wurde es dann angetüdelt. Und es ist jetzt ein ganz persönlicher Kranz geworden mit selbstgesammelten Muscheln. Ein mediterraner Kräuterkranz, der, ich sag mal, ein wirklich sehr schönes Mitbringsel ist. Und vielleicht sagt sich der ein oder andere, Mensch, so ein Kräuterkranz, den kann ich auch mal machen. Das würde ich total schön finden. Ich wünsche allen viel Spaß beim Nacharbeiten. Danke, dass ihr zugeschaut habt und sage bis bald und tschüss.